Messer! Der kommt mit Messer! Wohnungsnot in Deutschland, das hört man überall. Doch ich zeige euch heute mal ein paar Mietnomaden, die jedem normalen Menschen die Lust auf die Eigenschaft als Vermieter vergehen lassen. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Wir schauen einmal hier neben kurz zu. Warte, ja, ja, ey, handgreiflich geworden. Du redest nicht so, warte. Nein, nein, nein. Ich. Wir wollen gleich streiten. Seht ihr das hier? Direkt tätlicher Angriff. Es handelt sich hier um Mietnomaden aus Nordrhein-Westfalen. Sie wollen hier direkt den Vermieter vom Grundstück werfen. Dabei bezahlen sie keine Miete. Und das ist in Deutschland wahrlich kein Einzelfall, dass diese Leute hier meinen, sie können sich alles herausnehmen. Aber weil Deutschland so schön bunt ist, schauen wir uns das Video erstmal weiter an, wie die Situation sich am Ende hier dramatisch zuspitzt. Nein, ich habe aufgenommen, jetzt kriegst du Anzeige. Jetzt kriegst du, ja, jetzt kriegst du Anzeige. Ja, du handgreiflich. Kriegst du handgreiflich. Handgreiflich. Der hat mich berührt hier, handgreiflich. Hey, 100 Leute kommen jetzt. Guck, was hast du meine Enkelkinder gemacht? Guck, du wirst bezahlen. Ich schwöre auf meine gute. Du wirst bezahlen, ich schwöre, sagt die, die keine Miete bezahlt, an den Vermieter. Aber Leute, es ist hier, also bevor ich dazu jetzt was sage, wir schauen uns das jetzt mal bis zum Ende an. Und du hast schon. Raus hier. Aber ey, der hat nichts gemacht. Und nächstes Mal. Da kommt ein Messer und damit haben sie sich hier wieder vom Acker gemacht und das ist wirklich bezeichnend. Ich kenne solche Fälle zuhauf, also nicht nur in Berlin, überall in der Bundesrepublik, wo es Leute gibt, die meinen, sie können über das Eigentum anderer einfach bestimmen. Und was das Schlimmste an diesem Video ist, sind die ganzen Kommentare darunter, wo immer nur Missgunst gegenüber Eigentümern geäußert wird. Also hier stand zum Beispiel darunter, wenn Vermieter keinen Stress mit Mietnomaden haben wollen, hätten sie sich mal einen richtigen Job gesucht, statt für Nichtstun ein Drittel des Monatsgehaltes der Leute zu beanspruchen. Und da muss man mal sagen, ist wieder par excellence, wie die Schulbildung hier einfach versagt hat in diesem Land. Ein Vermieter kassiert nicht durch Nichtstun Geld. Ein Vermieter muss sein privates Kapital dafür einsetzen und steht damit im Risiko, damit auf der anderen Seite Wohnraum entsteht, den er dann für einen marktüblichen Mietzins an Personen vermietet. Unterm Strich steht sowieso bei den ganzen Eigentümern und Vermietern keine wirklich große Zahl, außer sie haben günstig eingekauft. Aber das Ganze geht hier dann immer so weiter. Nächstes Kommentar darunter. Wer halt die Geldgeilheit größer war, jetzt hat der Vermieter den Salat. Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Und da muss man mal sagen, Leute, wenn ihr das mit eurem Neid nicht vereinbaren könnt, ja, dann macht das in eurer stillen Ecke. Ich gönne jedem Eigentum und wenn einer 10 Wohnungen hat, gönne ich es ihm. Und wenn es einer geschafft hat, 100 Wohnungen zu haben, gönne ich es ihm auch. Wo ist denn das Problem daran? Ich selbst habe auch Immobilieneigentum. Und weil ich mit meinem Verdienst und einer Bank diesen Hebel irgendwann in der Vergangenheit mal genutzt habe, hier Wohnraum zu erwerben, den ich anderen zur Verfügung stelle. Und deswegen bin ich dann jemand, der durch Nichtstun Geld verdient, hier oben, Leute. Immobilieneigentümer sind wichtig in unserem Land und ohne Eigentum kann man auch nichts vermieten. Aber das wollen sie alle nicht hören, diese linksgrün-roten Spinner, die meinen, Wohnungen werden von der Genossenschaft gebaut und lauter so ein Schwachsinn. Aber die Leute, sie schätzen es gar nicht, dass es hier noch Leute gibt, die Wohnraum zur Verfügung stellen, die auch Wohnraum solchen Individuen wie in diesem Video gesehen zur Verfügung stellen. Ich würde das mir dreimal überlegen, wem ich hier meinen Wohnraum zur Verfügung stelle. Und ja, Antidiskriminierungsgesetz hin oder her, mein Eigentum, meine Entscheidung. Soll ein Gericht mich mal dazu verknacken, dass ich an wen vermieten muss, wo ich nicht möchte? Dann verkaufe ich vorher diese ganze Immobilie. Das macht nämlich keinen Sinn. Mein Eigentum, meine Entscheidungen. Aber es gibt viele, die sagen,
Oh, wenn du Vermieter bist, dann bist du schon gleich ein Asozialer in diesem Land, weil du kriegst durch Nichtstun Geld. Da sieht man mal, wie verblendet diese schulideologische Bildung die jungen Leute hier gemacht hat. Überlegt euch mal, wenn ihr für 200.000 Euro ein Haus kauft und vermietet das für 1.000 Euro im Monat, ja, dann braucht ihr in der Regel 200 Monate, um den Kaufpreis wieder reinzuhaben. Ja, aber ist alles brutto, ne? Das Finanzamt wollt ihr ja alle nicht hören. Von 1.000 Euro Mieteinnahmen gehen im schlimmsten Falle 420 Euro direkt an das Finanzamt. Aber ja, natürlich, ihr hasst diese Menschen, die hier Eigentum und Wohnraum schaffen für andere, indem ihr billig wohnen könnt. Ich wäre dafür, den Mieterschutz in diesem Lande zu streichen, den Vermietern den Rücken zu stärken und dafür die Grunderwerbssteuer abzuschaffen. Denn dann kommen wir weg von einem Mietmarkt zu einem Eigentümermarkt. So wie es in vielen, vielen Ländern um uns herum in Europa der Fall ist. Wir sind die Außenseiter in Europa, die mit der niedrigsten Wohneigentumsquote, weil die Politik uns für dumm verkaufen möchte und uns vor allem arm halten möchte. Wir sollen eben nicht zu Wohlstand kommen, wir sollen lieber unsere Steuereuros beim Staat abladen, der dafür irgendwelche Projekte quer über den Globus finanziert, denn sie denken, sie wissen es besser als du und ich. Das Schlimme ist, sie geben uns nicht mehr genug Geld, damit wir in Ruhe leben können. Sie schneiden uns die Luft zum Atmen ab und wundern sich dann, dass die Wahlergebnisse so sind, wie sie sind und dass die Verrohung der Gesellschaft immer weiter zunimmt. Denn eins brauchen wir mit Sicherheit nicht: Sozialdemokraten, die uns verraten, oder Grüne, die uns verraten, und schon gar keine von denen, die unser teuer verdientes Geld ins Ausland fahren, verschenken, verschleudern, aber das machen sie alle. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Kennst du auch solche tollen Mietnomaden hier? Dann schreib mir doch mal eine E-Mail mit der ganzen Geschichte dazu. Ich bin wirklich interessiert. Ansonsten abonniere den Kanal, abonniere mich auch bei X oder follow me bei X. Abonniere mich bei Telegram. Den Link findet ihr immer in der Videobeschreibung. Ich setze ihn auch ins Kommentar mit rein, weil mich immer wieder Leute fragen, wie sie denn da hinkommen. Ansonsten sage ich ciao, bis bald.